Herzlich willkommen zurück, liebe RPG-Maker-Freunde. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ich freue mich, euch zu einer weiteren Let's Play-Reihe, zu einem weiteren tollen Gem begrüßen zu dürfen. Der Dark Season Gem ist durch, also was heißt durch, die Spiele sind draußen, ihr könnt sie euch alle ziehen, ihr könnt sie alle spielen, könnt daddeln wie bekloppt. Es sind reichlich Projekte dieses Mal herumgekommen. Ich freue mich wie Bolle, ich hoffe, ihr auch. Ich schaue mal, wiefern ich das schaffe, die alle hintereinander weg zu LP'en, damit ihr euch das anschauen könnt. Aber viel besser wäre es natürlich, wenn ihr die Spiele selber spielen würdet. Deshalb Link zum Gem und alles findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne rein und ja, lasst uns ein bisschen über die tollen Projekte diskutieren, die wir so finden. Den Start machen wir heute mit Hanna und Dylo oder Hanna und Dylo. Ich weiß nicht ganz, manchmal wird der Name hier mit I, manchmal mit Y geschrieben. Ich bleibe mal bei Dylo, weil hier im Header schreibt sich der mit Y und wenn das im Game Opener Titelbildschirm mit Header steht, dann finde ich das schon ziemlich verbindlich. Oh, Heurika. Das ist gleich mal Amtshandlung Nummer 1, Soundeffekt runter. Dieser Ton, der frisst sich ja in die hinterletzten Gehirnwindungen meines Dickschädels. Leute, es gibt richtig, richtig schöne Free-Button-Sounds oder Free-Menü-Sounds im Internet. Schaut da mal rein, wenn ihr ein Spiel macht. Das hier, das ist der wichtigste Ton in RPG-Maker-Spielen. Jedes Mal, wenn ich im Menü zwischen zwei Möglichkeiten wechsle, höre ich diesen Piepton. Und stellt euch vor, ihr bringt ein Spiel raus und jemandem gefällt dieser Ton nicht, weil der echt grell und ätzend ist, dann nervt das den Spieler von Anfang bis Ende. Dieser Ton, da müsst ihr euch echt Gedanken drum machen, dass der nicht so klingt, wie er jetzt hier gerade klingt. Kann es natürlich sein, dass das Spiel jetzt absolut keine Menüs hat, weil es einfach nur, keine Ahnung, Point-and-Click-Adventure ist, dann ist das nicht so schlimm. Allerdings, wenn wir ein klassisches RPG haben, wo wir über reichlich Menüs und ähnliches verfügen, dann sollten die Akustik annehmlich sein. Vor allem, wenn wir so einen schönen Hintergrundtitel haben und dann haben wir so einen Menüton. Der ist auch nicht besser. So, wir haben eine kleine Beschreibung zu dem Projekt beiliegen und die lesen wir uns erstmal ganz kurz durch. Was lösen Veränderungen in uns aus? Erlebe ein gemeinsames Jahr mit Hanna, der alten Dame, sowie Dylo, einem kleinen Schleim. Es ist nicht nur eine Geschichte einer unerwarteten Verbindung, sondern auch die Geschichte eines bewegten Lebens, seiner Veränderungen, seiner Ängste sowie den verpassten Chancen im Leben. Ein Spiel mit kleinen Rätseln, bewegenden Geschichten und den Erfahrungen, die jeder von uns in der einen oder anderen Form in seinem Leben bewältigen musste oder noch bewältigen muss. Das klingt sehr tiefsinnig, hatte ich schon erwähnt, von wem das Spiel ist. Das Spiel ist vom guten Gex und ja, springen wir mal rein. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Lieber Dylo, es ist nicht merkwürdig, dass sich die Suche nach den richtigen Worten sich besonders dann als schwierig erweist, wenn es ein ganz schneller Text ist und wenn uns auf den Herzen liegt, wie seltsam und ironisch das Leben doch manchmal sein kann. Aber leider muss ich diesen Brief an dich, mein bester Dylo, mit einer möglicherweise für dich unangenehmen Nachricht möglich... Was? Gex 83 präsentiert... Idee, Charaktere und Story, Gex 3 nach... Okay. Das war jetzt nicht so gut zu sehen. Grafiken, Kokoro, Reflection, Smash... Okay. Geht immer mal davon aus, dass die Leute, die euer Spiel spielen, ungefähr doppelt so lange brauchen, die Texte zu lesen wie ihr. Also ich finde das ganz okay, wenn wir so ein bisschen ein Intro so haben. Okay, aber... Der Einblendetext mit dem Sprichwort vorhin war viel zu schnell, der Scrolltext, der danach kam, war viel zu schnell. Das jetzt war nicht wirklich gut zu sehen, weil das so halbtransparent war. Lieber ein bisschen langsam, gediegener und im Zweifelsfall skippbar, damit, wenn die Leute das ein zweites Mal spielen, sich das nicht jedes Mal angucken müssen. Dylo, mein Kleiner, würdest du bitte herkommen?
Oh, jetzt sind wir Dailo. Okay, ich bin Dailo. Der ist trollig. Was ist das? Ah, da können wir speichern. Das machen wir direkt. Hat es geklappt? Cool. Hi. Dailo, mein Lieber. Heute habe ich relativ große Schmerzen. Würdest du etwas ausmachen, zu Herrn Dülmats Laden zu gehen und die Bestellung zu ändern? Okay. Ich bräuchte 4 Äpfel, 3 Orangen, 9 Pfannkuchen und einen Topf. Oder waren es doch 3 Äpfel, 4 Orangen oder 10 Pfannkuchen? Ach egal, steht ja hier auf dem Einkaufszettel. Ich klebe ihn einfach auf dich drauf. Okay. Du weißt doch, wo der Laden ist. Direkt oberhalb der Bushaltestelle. Dieses Bein ist wirklich hinderlich, aber ich bin keine 20 mehr und das Alter fordert irgendwann seine Opfer, fürchte ich. Sei froh, dass du keine Beine hast. Ja, happy about it. Wenn sie nicht mehr funktionieren, bist du an einen Stuhl gefesselt, mein kleiner Dailo. Ich habe keine Beine, offensichtlich, und bin nicht an einen Stuhl gefesselt. Irgendwas an deiner Theorie scheint nicht ganz zu stimmen. Alle Türen lassen sich von dir öffnen, dafür habe ich gesorgt. Du kannst dich im ganzen Haus frei bewegen. Möglich dank der modernsten Technik. Glücklicherweise war Herr Dütmers so nett und hat alle Türen mit Sensoren ausgestattet. Ah, wie könntest du sonst die Türen öffnen? Aber ich altes Mädchen sollte weniger quasseln. Genau, das interessiert mich ein Scheiß, ich die öffnen kann. Hab's also hier auf. Meine Güte. Oh, sei bitte nicht ärgerlich. Das war ein zugegebenermaßen sehr misslungener Scherz. Ich weiß doch, wie gerne du laufen und klettern würdest. Wie ein richtiger Junge. Oh, und bevor ich es vergesse, ich klebe auch sicherheitshalber eine Karte auf dich drauf. Bis gleich, kleiner Dailo. Und danke. Drücke Escape, um die Karte aufzurufen. Herrn Dülamts. Dülamts? Hieß er. Den Namen gerade falsch vorgelesen oder hieß der gerade noch anders? Dünamtsladen befindet sich oberhalb der Baustelle, links von unserem Haus. Jetzt aber hopp, hopp. Links von unserem Haus. Okay. Also erstmal muss ich sagen, dass die weiße Schrift da unten, seht ihr meine Maus? Hier auf den weißen Untergrund nicht so gut zu lesen war. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das ändert, weil man will jetzt nicht die Schrift jedes Mal ändern, nur weil sich der Untergrund ändert. Aber das fand ich jetzt ein bisschen ungünstig. Ich spreche mal nochmal. So. Ein Menü. Boah, das sieht awesome aus. Was passiert jetzt? Ja? Also die Map sieht awesome aus. Ich verstehe jetzt nicht, warum sie die ganze Zeit was noch von der Baustelle gefaselt hat, wenn ich einfach nur um die Straße nach links gehen muss, um zu Dülmats Laden zu kommen. Hallo? Das ist die Karte? Das ist okay, ich dachte, da passiert irgendwas. Okay, weil das so gezoomt hat. Okay, wir haben kein richtiges Menü. Was zur Hölle war das? Wir sind jetzt blau. Jetzt sind wir weiß. Okay, wir können unsere Elemente ändern. Wow! Das ist awesome. Ich mag ein Engel-Dailo sein. Können wir hier durch? Ah ja. Dip. Können wir noch mit irgendwas anderem interagieren, außer die alte Dame? Und den Speicherpunkt? Der hat die eine Riesenhütte. Heftig. Können wir rennen? Ich habe es gerade nicht gespielt mit Controller. Jetzt tatsächlich mal mit einem anderen. Weil mein Super Nintendo Controller mit ein paar Spielen irgendwie Probleme hat. Also mit RPG Maker Spielen. Nachteil ist, dass ich jetzt hier die Tastenbelegung von dem Ding nicht unbedingt weiß. Aber das kriegen wir schon hin.
Kann man hier rennen? Manchmal so auf Shift so rennen? Okay, nee, okay. Auf Shift ist der... Wir ändern unsere Farbe. Button. Okay. Das Zeiger da wegschieben. Jetzt sind wir wieder grün. Alright. Den Bereich, da können wir nicht betreten. Hier liegt Wasser. Oh, nochmal speichern. Wir speichern nochmal. So. Wir sind im Wohnhaus. Krass. Sieht schon cool aus. Glipsch, 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 glipsch. Steht einfach mal eine Ampel mitten auf der Straße. Oh, das haben wir nicht gesehen. Wie immer, das hier sind Jam Games. Ich werde mich nicht über Bugs oder kleinen Begehbarkeitsfehlern jetzt irgendwie großartig mokieren. Das ist, denke ich, für jeden nachvollziehbar, dass hier kann ich wiederum nicht durch. Das ist witzig, obwohl die Ampel ja eindeutig hängt. das sollte jedem klar sein, dass die bei den Spielen, die halt in mit sehr viel Zeitdruck. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Zeit man diesmal hat. Das war relativ viel Zeit. Also eigentlich könnte ich meckern. Aber ich finde das nicht angebracht, bei Jam Games großartig über Bugs und so zu meckern. Ich werde natürlich trotzdem mein Feedback geben, so wie ich der Meinung bin, dass das würde so passen. Ist das schon Dülmatzlan? Herr Dülmer. Wow. Da brauche ich natürlich eine Karte für, um hier die 3 Meter zu gehen. Ja, was ist das denn für einer, ey? Die Klamotte, ey. Deine Hand, Dilo, da bist du ja. Er hat mir schon per Telefon gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe extra auf dich gewartet. Weil sie hat dich angerufen. Seriously. Ich bin hier, um die Bestellung zu ändern, indem ich dir einen Zettel gebe von ihr, den sie mir auf mich draufgeklebt hat. Neben der Karte, die sie auf mich draufgeklebt hat, um ein Haus weiterzugehen. Und du hast schon mit ihr telefoniert. Da hätte sie dir doch gleich sagen können, was sie ändern möchte. Hölle. Extra auf dich gewartet. Aber, dass sie Klebezettel an dich klebt, ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig. Ich komme mal zu dir, damit ich weiß, was du brauchst. Leute, Leute, Leute. Ach, herrje, der Zettel ist ganz durchnässt. Ich kann nur noch die Artikel erkennen. Äpfel, Orangen, Pfannkuchen und Töpfe. Hast du zufällig noch die Quantitäten im Kopf? Versuchen wir es einfach gemeinsam, Dilo. Du zwinkerst mir einfach die Anzahl der gewünschten Artikel zu. Was denkst du, wie viele Äpfel waren es? Du sie nicht einfach anrufen? Die alte Schachtel wusste doch selber nicht, wie viele es waren. Ich glaube, irgendwie 4 Äpfel, glaube ich. Wie viele Orangen? Ja, ich glaube auch 4 oder 5. Keine Ahnung. Töpfen? 1. Pfannkuchen? 10. Glaub mir mal, dass das stimmt, sonst kriegen wir beide Ärger. Was zu Dummes. Ich habe eine Idee, Dilo. Geh mal zurück zu Hannah. Wir deichseln das gleich. Ich muss nur noch vorher meine Tochter anrufen. Sie braucht heute nicht zu kommen. Warum sie nicht zu kommen braucht? Naja, das hätte ich niemand gefragt. Es ist einfach niemand da. Wie du sehen kannst, haben wir nur noch wenige Kunden. Die letzte Zeit war sehr hart für uns. Aus dem Grund schließe ich heute früher, da ich sonst Verlust mache. Hä? Du machst Verlust? Wenn du unverkaufte Ware einfach unverkauft lässt? Es ist traurig, aber die Stromrechnung wird sonst höher als mein Einnahmen. Ah, I get it, okay. Ja, sein, mein einer. Dem ganzen Viertel geht es seit Jahren schlechter. Da ist mein Laden keine Ausnahme. Aber wir haben noch Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Man darf niemals aufgeben, nicht wahr? Aber genug Trübsal geblasen. Du solltest zu Hannah zurück. Du weißt ja, wie gefährlich das Viertel später werden kann. Danke, Hannah, bitte für ihre treue Kundschaft. Und was die Quantitäten angeht, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Bis bald, kleiner Dilo. Oh. Okay. Wir haben also nichts mitgenommen. Wir haben nur einen Zettel rübergebracht, weil die gute Hanna sich nicht merken kann, was sie selbst auf den Zettel geschrieben hat. Ich bin schon durchschnittlich verwirrt. Hier ist auch ein Passierbarkeitsfehler, warum auch immer. Da ist halt nichts, aber man kann da nicht lang. Oh, der Keller? Ey, komm mal nicht lang. Okay, man kann... Also es gibt hier schon reichlich Passierbarkeitsprobleme. Gut, ich würde...
Kein Problem. Ich würde sagen, unter den aktuellen Gegebenheiten, hier ist zumindest derselbe Fehler, und den aktuellen Begebenheiten, gehen wir mal straightforward und schauen mal, bevor ich hier noch irgendwo gar nicht mehr rauskomme. Blöd. Hi. Herr Dülmert hat angerufen. Das Spiel ist euch überhaupt nicht so blöd, wa? Scheinbar hast du die Quantitäten total vermasselt, aber vielleicht habe ich sie auch vergessen. Er bringt alles gleich weg. Er kommt her. Was zur Hölle? Zudem war Dr. Fendrick hier. Die Ergebnisse des Labortests sind noch nicht da. Sie wollte sich trotzdem meine Beine nochmal ansehen. Sie müssen sich wirklich schonen. Ab jetzt sollten Sie Treppen meiden, Hannah. Sie überleben zu scherzen, Doktor. Der Aufzug ist seit Monaten kaputt. Wie soll ich sonst meine Besorgungen erledigen? Schick den Blob. Das ist meine fachliche Meinung, so leid es mir tut. Sie sollten jemanden kontaktieren, vielleicht Ihre Familie. Sie haben doch sicher Kinder. Uff. Kannst du es wagen, keine Kinder zu haben, die sich um dich kümmern? Shame on you! Was für eine empathielose Person. Dabei weiß sie doch, dass ich mit meinen Kindern nicht das beste Verhältnis habe. Wieso willst du wissen? Nee, eigentlich nicht. Nun, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Wie du hörtest, ist Herr Dülmann da. Dann können wir gleich das Abendessen zubereiten. April. Genau, vorhin kam noch einmal, wo ich gerade am Meckern war. März. Wir arbeiten uns ja hier durch ein ganzes Jahr. Der Wind ist seit Stunden heftig. Dieser Frühling scheint kein gutes Wetter zu bringen. Das erinnert mich an etwas. Komm her, Dilo, dann erzähle ich es dir. Okay. Dieser Wind ruft Erinnerungen bei mir hervor. Weißt du, lieber Dilo, als junges Mädchen war ich, wie wohl alle Mädchen in diesem Alter, furchtbar verliebt. Weißt du, was das Besondere war? Er war auch furchtbar in mich verliebt. Oh. Sein Vater war Anwalt und konnte sich deswegen ein kleines Häuschen auf dem Berg leisten. Und dort wehte immer dieser Wind, genau dieser. Er war meine große Liebe. Ich war so verliebt und ich glaube, dass ich nie wieder so intensiv lieben konnte. Es war etwas ganz Besonderes für mich. Oh. Schöne Erinnerung, ein Leben lang unvergessen. Meine Güte, was bin ich heute wieder eine dumme Gans. Vergangenes wird Vergangenes bleiben, egal wie sehr man an diesen Zeiten nachtrauert. Du liebe Güte, das war der Strom. Das ist wohl die Sicherung rausgeflogen. Wir sind leider gezwungen, uns darum zu kümmern. Das Kreuz mit einer veralteten Elektroinstallation. Sollten wir mal nach unten und uns das ansehen? Ich bitte dich, noch sind die Tests nicht raus. Also bin ich noch nicht offiziell invalide. Lass uns doch mal in den Keller gehen und die Sicherung wieder reinmachen. Sei bitte so lieb und nehme deine Elektrofähigkeit an. Ich weiß, dass du das kannst. Das hat mir der Monsterarzt erzählt. What? Dr. Canaver. Da haben sich ein tolles Exemplar ausgesucht. Wahrweise kann er ihr Haus niederbrennen, ihn einen Stromschlag versetzen oder ihr Herz durch Frieren zum Stillstand bringen. Die Spezies ist hochintelligent. Sie könnten ihnen sogar die menschliche Sprache beibringen. Auch wenn er aus anatomischen Gründen natürlich nicht antworten kann. Es ist unglaublich, zu welchen Exoten manche Menschen greifen, um ihre Lust nach dem Besonderen zu befriedigen. Tja, sagt der Monsterarzt. Ich bitte Sie, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Natürlich gibt's Monsterärzte. Immerhin werden Monster für das Militär eingesetzt. Sorry. Und das finden Sie jetzt nicht kritikwürdig? Warum haben Sie in erster Linie... Warum wurden Sie in erster Linie Monsterarzt? Nun vermutlich bin ich kein Deut anders als Sie. Auch ich mag die Herausforderung und das Besondere. Hausärzte gibt es wie Sand am Meer. Aber welche Herausforderungen bietet der Beruf? Nein, in gewisser Hinsicht wollen wir uns doch alle am Besonderen laben. Da schätzen Sie mich komplett falsch ein, Herr Doktor. Ich habe Dido in der Wildnis gefunden. Ich mag keine Herausforderungen. Ich wollte ihm nur helfen.
Und vielleicht wollen. Oh, und vielleicht wollte ich auch nicht einsam sein. Oh. Wie es aussieht, habe ich mit den Ärzten kein Glück. Lass uns zusammen in den Keller aufbrechen, kleiner Dailo. Elementwechsel. Dailo kann sein Element über die Shift-Taste wechseln, verfügt somit über zahlreiche alternative Fähigkeiten. Wasser, Eis, Erde, Feuer, Strom. So kann Dailo mit dem Feuer Eis zum Schmelzen bringen. Doch, was kann er noch so anstellen? Ja, das haben wir ja schon gemacht. Ist das jetzt die Stromform? Ich glaube, oder? Die kommt mir jetzt echt hinterher. Sind wir denn die Einzigen, die in diesem Haus leben? Kann sich da nicht jemand anders drum kümmern? Muss das die alte Schachtel machen? Willi? So, hier ist ein Sicherungskasten, glaube ich. Oh. Sehr schön, das scheint was in Gang gebracht zu haben. Gehen wir zurück in die Wohnung, Dailo. Ja. Wieder konnte ich es ihm nicht sagen. Fehlt mir dazu wirklich der Mut? Das war's jetzt? Das war jetzt ein bisschen dünn. Mit den Geräuschen ist sehr schön gemacht. Jetzt ist mal wieder der Wasserhahn verstopft und ich wollte so gerne ein Bad nehmen. Kannst du mir mal kurz mit dem Wasser helfen, liebster Dailo? Die Shift-Taste, das ist ganz. Ja, was soll ich denn. Jetzt sind wir Wasser. Du siehst doch, dass dir das was einfällt. Was würde ich nur ohne dich tun, mein Schatz? Weißt du, das erinnert mich an meinen damaligen Schwarm. Wir standen auch vor einem See und waren uns unsicher, was wir tun sollten. Ein See. Könnten wir jetzt tun? Nein, es ist sehr drollig. Ui. Also was meinst du, Hannah? Magst du mit mir schwimmen gehen? Ja, das ist ja wohl kaum eine gute Gelegenheit. Ich habe nichts bei mir, um zu schwimmen. So kennen sie das am Pool. Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ohne oder mit alles. Und da ich ein Gentleman bin, behalten wir die Klamotten natürlich an. Bist du da verrückt? Als würde ich sowas machen und... Aufgepasst, hier kommt mein Angriff. Platsch. Natürlich hatten wir keine Klamotten dabei. Also landeten wir doch mit Unterwäsche am Ufer. Immerhin mussten wir ja trocken werden. Sag mal, könntest du dir vorstellen, mit mir zu verreisen? Ganz weit weg. Ich. Hab ich was Komisches gesagt? Wir kennen uns doch kaum, aber wer weiß, wenn wir uns irgendwann besser kennenlernen und mehr Zeit miteinander verbringen. Vielleicht will ich dann mit dir verreisen. Das ist sehr nett, sie hat nicht mal Nein gesagt, sondern hat einfach nur noch nicht. Der Ort wurde von diesem Zeitpunkt an unser kleines Versteck. Schon merkwürdig, wie lange uns diese Erinnerungen hinterhergeistern. Was war das denn für ein Geräusch? Ich bin mir nicht sicher, glaube ich, aber ich glaube, es kam von außerhalb der Wohnung. Los, lass uns doch mal nachschauen, Dailo. Lass uns nachschauen. Ich geh mal gucken. Jetzt kommt sie nach. Merkwürdig. Die Wohnung des Nachbarn steht auf. Dabei wohnt niemand mehr hier. Ist da etwa jemand drin? Die Wohnung des Nachbarn? Wo ist denn die? Die Musik lässt nichts Gutes verheißen. Wo ist denn die Nachbarswohnung? Da ist eine Tür, das hat man natürlich überhaupt nicht gesehen. Das Geräusch scheint von hier drin gekommen zu sein, aber die Wohnung ist wirklich leer. Lass uns mal kurz umsehen. Der Balkon scheint verschlossen zu sein. Ist halt auch nichts, ne?
Im Bad ist niemand zu sehen. Doch da, hier ist doch irgendwas, oder? Das ist einfach nur ein Stuhl. Das Schlafzimmer ist ebenfalls leer. Hm. Hier ist scheinbar niemand da. Lass uns in meine Wohnung zurückkehren, Dailo. Bidubi. Das Apartment wurde aufgeschlossen, aber niemand wurde war hier. Niemand war hier. Was hat das zu bedeuten? Wir sollten in die Wohnung zurückkehren und diese Tür schließen, Dailo. Okay. Also ich muss sagen, wir sind sehr oft an dieser Position und haben hier Text auf hellen Hintergrund. Und so langsam nervt mich das tatsächlich ein bisschen. Hier hätte ich mir irgendwas überlegt. Ich glaube, es würde helfen, die Schriftfarbe irgendwie zu ändern. Es muss ja jetzt nichts Grelles wie Pink oder Hellgrün sein oder so, aber ein etwas dunkleres Grau oder so, irgendwas in der Richtung, damit sich das besser vom Hintergrund abhebt. Das ist langsam ein bisschen anstrengend, also finde ich jetzt persönlich. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber das ist jetzt doch auffällig, weil diese Textbox sehr oft genau da ist, wo das mit den Farben ein bisschen ungünstig ist. Ich bin wirklich nervös, mein lieber Dailo. Heute besuchen wir meine Kinder. Wie du weißt, haben wir nicht das beste Verhältnis. Es ist also nur ein erster Annäherungsversuch. Das ist seit Jahren der erste Kontakt. Es ist wirklich beinahe surreal. Drück mir die Daumen, dass der Abend möglichst verläuft. Möglichst schön verläuft. Da sind sie ja schon. Gottchen, ich zittere vor Aufregung. Sei bitte so lieb und öffne ihnen die Tür, ja? Moment, die Tür, die gerade zugegangen ist? Oder doch die hier unten? Da, du bist ja süß. Du musst Dailo sein. Mama hat mir in den Telefonaten von dir erzählt. Wie schön, dass du uns abholst. Ich bin Danja, Hannas Tochter. Das ist Tom. Ach. Magst du uns nicht hereinbitten, kleiner Schleim? Ihr Lieben, endlich seid ihr da. Kommt doch rein, ich zeige euch meine Wohnung. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist immer noch die gleiche Straße. Nur dass der Zahn der Zeit seine Dellen hineingebissen hat. Aber es ist schön, euch wieder hier begrüßen zu können. Nun ja, es ist ein Jammer, wie heruntergekommen die Straße mittlerweile ist. Kaum zu glauben, dass es mal ein angesagtes Viertel für experimentierfreudige Firmengründer war. Es liegt wirklich schon viel Müll darum, ne? Aber wird hier nicht gebaut? Ist dies nicht ein Zeichen, dass etwas Neues entsteht? Ja, dann nein, die Baufirma sollte hier mal einen großen Hotelkomplex aufbauen. Aber dank der Wirtschaftskrise ist die Firma noch während des Auftrags in Konkurs gegangen. Ein Jammer. Im Kern habe ich eher gute Erinnerungen an dieses Viertel. Vater hat doch einen Job in der Fabrik in der Nähe gehabt, nicht wahr? Nun, du bist ja nicht immer hier gewesen. Schon damals gab es erste alarmierende Zeichen, wenn man sich einen wahren Blick bewahrt hat. Aber du hast recht, Tom. Das war am Anfang, noch bevor er sich als Elektriker selbstständig gemacht hat. Genau, kaum zu glauben, wie lange das her ist. Das ist tatsächlich manchmal schwer zu glauben, nicht wahr? Als Jugendlicher sehnte man sich seiner Volljährigkeit entgegen und die Zeit kroch nur so vor sich hin. Aber nun... Oh Leute, das fühle ich. Oh, das wird im Alter aber nicht besser. Da beginnt die Zeit regelrecht zu rasen. Es hat vermutlich mit der Tatsache zu tun, dass man alles irgendwie schon einmal gesehen hat. Auch in diesem Viertel? Ach, du würdest dich wundern, mein lieber Tom. Aber kommt doch herein, das Essen dürfte jetzt genug geköchelt haben. Wir sollten uns zu Tisch begeben. Da freue ich mich wirklich drauf. Dafür es schmeckt euch. Ich bin echt eine blutige Anfängerin, was vegane Speisen angeht. Danja, sieh mir nach, falls es noch etwas Luft nach oben hat. Alles gut, danke, dass du dir solche Mühe gibst. Danke, dass du mir mein Leibgericht gekocht hast, Mutter. Ich danke euch für euer Kommen. Das letzte Mal ist schon etwas her. Wie geht deine Jobsuche voran, Tom? Er sitzt da im Anzug. Wahrscheinlich kommt er gerade von einem Vorstellungsgespräch oder ist auf dem Weg dahin.
nicht. Gerade war ich wieder bei einem Bewerbungsgespräch. Ich wusste es. Es heißt wieder, sie würden sich melden. Das heißt es ja immer, aber das Ergebnis lässt ja dann meist auf sich warten. Versuch bitte nicht aufzugeben. Ich glaube an dich. Danke. Vielleicht wäre es eine gute Idee, dir mal einen neuen Anzug zu gönnen. Hattest du den nicht erst das letzte Mal an, als wir uns trafen? Bitte? Er ist doch gepflegt, oder etwa nicht? Schon, aber er wirkt ja etwas aus der Zeit gefallen. Ja, ich verstehe. Ich bin meiner edlen Schwester also nicht elegant genug. Nun, es mag dich überraschen, aber diese wirtschaftliche Lage schränkt meine Möglichkeiten deutlich ein. Nun, du könntest ja auch einen leihen und versuchen, an anderen Tagen einen etwas gelasseneren Stil zu tragen, meinst du nicht? Aber es ist mein Stil und ich fühle mich darin wohl. Das ist doch jetzt kein großes Problem. Das kann doch jetzt kein großes Problem sein. Hör zu, das war nicht als Angriff gemeint, aber dein Job als Banker ist nun Jahre her und ich denke, du solltest einfach kleinere Brötchen backen. Oh, natürlich. Von oben spuckt es sich natürlich leichter auf die Köpfe der anderen, nicht wahr? Diese Arroganz ist wirklich nur schwer erträglich. Komm, die ist voll entspannt. Kinder, bitte streitet doch nicht, nicht heute. Was ist denn die Alternative? Mich hier von oben herab wie ein asozialer Schmarotzer behandeln zu lassen? Aber es war ja zu erwarten von dieser Familie. What? Übertreibst doch, niemand hat ernsthaft. Mutter, ich danke dir für das gute Essen und deine Mühen. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Aber unter diesen Umständen kann ich leider nicht bleiben. What? Tom, ich bitte dich, bleib doch. Ich mag mich jetzt verabschieden und ich muss mich um mein asoziales Arbeitslosentum kümmern. Euch einen schönen Tag, hat mich gefreut, kleiner Dailo. Alter, entspann dich mal. Es tut mir leid, dass es so gelaufen ist. Ich muss jetzt leider los, aber ich versuche, das wieder gerade zu biegen. Ich werde ihn bald anrufen, verzeih mir. Danke für deine Einsicht. Ich habe wirklich gehofft, dass der Tag würde sich anders entwickeln. Wie gesagt, ich finde das sehr bedauerlich. Ich werde dich bald wieder besuchen. Ich hoffe, wir kriegen das mit uns dreien wieder irgendwie hin. Ja, aber es ist doch kein Problem der drei. Wo geht sie hin? Obwohl sie kaputte Beine hat. Also sie sagt, sie hat, also die Hannah sagt, sie hat kein gutes Verhältnis zu ihren Kindern. Ich finde aber, so wie wir das gerade gesehen haben, hat sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Kindern, nur die Kinder untereinander nicht. Weil offensichtlich dem Mädel es ganz gut geht und dem Sohn nicht. Und das ist immer ein Problem in so einer Familie, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das, also beide waren nett und höflich zur Mutter. Ne? Also sehe ich jetzt nicht so, dass sie so ein schlechtes Verhältnis haben soll. Geht's hier hin? Du bist genauso verwirrt wie ich. Geht's hier hin? Die wird doch nicht hin. Dailo, bist du das? Die Holztür ist zugefallen, ich komme nicht mehr raus. Kannst du mir helfen? Die Holztür. Wir müssen sie nicht niederbrennen, oder? Dailo, den Himmel sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste die Nacht in diesem Keller verbringen. Was ich hier gemacht habe... Das ist, ich werde es dir bald sagen. Also ich muss sagen, die Gameplay-Passagen im Gegensatz zu den Story-Passagen finde ich mehr als dürftig. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich schon an finalen Dingen vorbeigelaufen bin oder so, aber bisher lief alles auf, verwandle dich in eine Form, die gerade passt und das war's. Hinaus, das finde ich jetzt gerade schon dafür, dass es so großes Potenzial hat, diese Idee. Ein bisschen dürftig, ne? Aber schauen wir mal. Und du hältst das echt für eine gute Idee, dir ein Schwein zuzulegen? Natürlich. Schweine sind sehr reinliche Tiere. Das wissen viele nicht. Und daneben hochintelligent. Ich war der Einsamkeit überdrüssig und wollte einen Begleiter. Ganz viele wünscht, mein Schatz. Es ist einfach nur etwas unorthodox, sagt die Frau, die einen Schleim zu Hause hat. Hast du Tom erreichen können? Das habe ich. Magst du kurz an die frische Luft gehen? Ich habe zwar das Rauchen aufgegeben, aber Pause in der frischen Luft habe ich glücklicherweise beibehalten. Aber die Freude an der Pause in der frischen Luft, ne?
Kenne doch. Danke für deine Mühen. Und am Ende hat er sich zwar nicht entschuldigt, aber immerhin hat er eingesehen, dass unser Konflikt dieses Mal nicht auf dich zurückgeht. Zurzeit ist er im Kaiserreich Vendais, aber er wird dich nächsten Monat besuchen kommen. Das hat er mir zugesagt. Och Gott, wirklich, das ist... Mama, weinst du etwa? Dann muss unser dummer Konflikt dir wohl mehr zugesetzt haben, als ich ahnte. Das tut mir sehr leid. Es ist nur, ich habe so viele Jahre alles falsch gemacht und es ist wirklich nicht so einfach. Und Mutter, wir altern und unsere Biografien kriegen Risse, Narben und Falten. Wir entwickeln eine Geschichte, unsere Geschichte. Aber all das spielt keine große Rolle, solange wir hinfallen, um wieder aufzustehen. Vermutlich kommt es nur darauf an, und das macht uns zu wem wir sind. Ach Gott! Mein Gott, ich vergesse immer, wie erwachsen und weise du geworden bist. Ich bin sehr stolz auf dich, Danja. Nicht doch, ich... Ach, dieser Regen ist gerade wirklich heftig. Scheinbar hatten die im Wetterbericht doch recht. Sag mal, ist das ein Luftzug? Steht die Haustür etwa offen? Kann nicht sein, diese Tür öffnet sich nicht, außer Dailo. Bitte sag mir nicht, dass mein kleines Schwein hinausgelaufen ist. Die Tür stand tatsächlich offen. Dailo, warst du das? Ach, Simpel hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir sollten dringend nach dem Kleinen suchen, bevor ihm etwas zustößt. Dailo wird erst ausgesprochen wendig und wird möglicherweise Orte betreten können, die wir beide nicht erreichen können. Soll ich mitkommen, Danja? Du bleibst bitte hier. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen könnte, wäre ein Sturz. Dann müssen wir dich ins Krankenhaus bringen und das würde die Situation unnötig verkomplizieren. Bitte? Tut mir leid, das war taktlos von mir. Ich bin nur in Sorge, das ist alles. Bitte verzeih mir. Geht in Ordnung, such den kleinen Kerl, bevor ihm noch wirklich was zustößt. Gibt es eine Metzgerei in der Nähe? Der Letzte hat vor einigen Jahren Konkurs angemeldet. Immerhin was Gutes. Komm, kleiner Dailo. Ja, als wenn so eine Metzgerei einfach wahllos Schweine von der Straße aufpickt und wegmetzgert. Der Speicherstand ist weg. Ich bin traurig. Ihr habt doch einen Keller, oder? Sollen wir dort vielleicht gucken? Entschuldigung. Ich hoffe nur, den kleinen Kerl ist nichts passiert. Wir gucken in den Keller. Seltsam. Hier ist er auch nicht. Mag verrückt klingen, aber was ist mit dieser Tür? Könnte er sich aus Versehen eingesperrt haben? Welche Tür? Also ich sehe keine Tür. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Probier mal hier mit allem zu interagieren, hier kommen wir nicht durch. Gehen wir wieder raus. Da kommen wir nicht durch. Sieht es mit der Nachbarwohnung aus? Jetzt ist da wieder ein Speicherstand. Irritiert. Aber gerade eben war halt auch hier der Speicherstand. Weinchen! Das ist eine Katze! Die fange ich. Mietz. Toll. Oh. Wir sollten vielleicht zunächst mal unsere Straße absuchen, bevor wir den Radius erweitern. Okay. Fertig. Gucken, wobei Herr Dürnmatt ist. Ich hätte jetzt erwartet, dass ein Gespräch startet. Okay, wenn ich so eine große Hütte, die verbraucht natürlich wirklich Strom. Okay, das ist hier einfach ein Loch im Boden. Wir können es bitte. Von hier komme ich rein. Wow! Naja, wirklich, also so langsam.
Was diese Betretungsprobleme angeht, ist langsam echt ein bisschen hardcore. Ein Schwein? Tut mir leid, da kann ich wirklich nicht weiterhelfen. Das ging ja schnell. So, haben wir damit unsere Straße abgesucht? Oder fehlt da noch mehr? Wir probieren es mal. Wie sieht's hier aus? Ja, könnte es sein, dass er hineingefallen ist? Wenn wir hinabsteigen, sollten wir vorsichtig sein. Auha. What, Alter? Ist drin und es scheint ihm gut zu gehen. Wir müssen ihn aber hier rausbekommen. Hat da jemand Kisten reingetan? Ich kann diese Kiste nicht heben. Kannst du vielleicht irgendwas tun, kleiner Schleim? Es ist ja eine Holzkiste. Yo! Jetzt brennt da alles. Wir löschen es. Easy. Easy. Gott sei Dank! Du hast das Feuer gelöscht, Dialo. Er ist immer noch ganz durchnässt. Wir müssen ohnehin warten, bis das Schweinchen jemand hochheben kann. Wir müssten ohnehin warten, bis das Schweinchen jemand hochheben kann. Ich bin so unglaublich dankbar, kleiner Schleim. Ich sende nur noch eine Nachricht raus. Dann heißt es abwarten. Wie? Willst du jetzt warten, bis das Schwein da drinnen so runtergehungert ist, bis leichter wird, dass du es anheben kannst, oder? Das wäre erledigt. Ich habe einen Freund in der örtlichen Feuerwehr. Er sollte in ungefähr 10 Minuten hier sein. Wir müssen uns also noch gedulden. Ich bin dir sehr dankbar. Danke, dass du mir so rausgeholfen hast. Tatsächlich habe ich mich heute ungewohnt machtlos gefühlt. Wärst du nicht da gewesen, wäre es vermutlich anders ausgegangen für meinen kleinen Freund hier. Alleine wäre ich komplett aufgeschmissen. Und obwohl sich die Leute wohl das Maul über meine Mutter zerreißen, scheinst du eher ein guter Freund zu sein. Die Dinge sind oft anders, als sie scheinen, weißt du? Mein Bruder sieht in mir immer die große Erfolgsfroh. Allein diese Empfindung reizt ihn bis aufs Blut. Das glaube ich. Aber er sieht nicht hin. Tatsächlich bin ich vor allem beruflich eine erfolgreiche Frau. Privat sieht es nicht so gut aus. Tatsächlich habe ich mit Männern kein großes Glück. Meine Beziehungen laufen nicht besonders gut. Nichts würde ich mir mehr wünschen als einen lieben Partner, aber ich fürchte, ich bin darin einfach nicht besonders gut. Hannah war mir immer eine wundervolle Mutter, aber das Verhältnis zu meinem Bruder war allgemein etwas angespannter. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist eine Sirene? Das ging ja ungewohnt schnell. Dann dürften wir bald alle in Sicherheit sein. Wow. Ich bin glücklich, dass alles zu einem guten Ende gelangt ist. Das Schweinchen ist sicher und alle verabschieden sich glücklich. Du hast recht. Und ich denke, wir sollten öfters was machen. Und wer weiß, vielleicht werden die Dinge mit Tom auch wieder ins Lot kommen. Ah, es wäre ein schöner Tag. Ich könnte kaum glücklicher sein. In der Zwischenzeit. Angetrunkene Frau. Jüngchen, du bist das Schwein, was du mir versprochen hast. Ich schwöre, ich habe es mit den Kisten eingesperrt, sobald es reingefallen war. Scheinbar kann jemand zuvor. Wäre auch zu schön gewesen. Zusätzliche Kippen hätte ich in diesem Monat gut gebrauchen können. Der Metzger im Nachbarort zahlt gut. Ich kann aber bald wieder im Wald jagen gehen. Gut, aber lass dich nicht vom Förster erwischen, Jungchen. Letztes Mal bekamen wir Ärger mit der Polizei. Ich will in Ruhe qualmen, kein Ärger. Und wer weiß, das kleine Schweinchen war sicher nicht das letzte Mal hier. Really? Come on. Die haben also... Die wollen Kippen kaufen und denen fällt nichts Besseres ein, als so ein Schwein, was da random zu Besuch ist, zum ersten Mal zu fangen. Und der hat... Come on. Es ist okay, lassen wir das so. Das erschließt sich mir null. Herr Dülmatt war gestern hier. Wärst du so lieb, ihn im Laden aufzusuchen? Scheinbar will seine Tochter zeitweise übernehmen. Er möchte dich hier vorstellen. Sie soll ja nicht erschrecken. Ich hoffe, sie wird dich mögen.
Okay, ich gehe rüber. Jetzt ist der Speicherpunkt hier schon wieder weg. Hat das was zu bedeuten, wenn der nicht da, sondern hier unten ist? Verwirrung steigt. So, gehen wir zu Herrn Dülmert. Hier ist eine Riesenhütte. Hi, Herr Dülmert. Hallo, mein Junge. Schön, dich wiederzusehen. Ich möchte dich heute meiner Tochter vorstellen. Sie wird zeitweise den Laden für mich übernehmen. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Sie hat das mit jedem Kunden. Schönen guten Tag. Du siehst ja süß aus. Irgendwie habe ich mir einen Schleim eklig und furchterregend vorgestellt. Also bitte etwas weniger Ehrlichkeit. Würde die Diplomatie zwischen dir und deinem Gesprächspartner gut tun? Das sind genau so Sätze, die fallen. Mein lieber Dilmer, du verstehst den armen Du verschreckst den armen Dailo, ja. Ach Vater, du übertreibst. Ich bin sehr angetan. Er ist wirklich süß. Wäre er nicht so schleimig, würde ich ihn gern umarmen. Nun gut, umso besser, dass wir so gut klarkommt. Das wird vieles einfacher machen. Vater, vergiss bitte nicht, Dailo um Hilfe zu bitten. Der Klempner kann ja erst in einigen Tagen kommen. Was? Dilmer, ich möchte unseren Gast ja nicht überfordern. Ach komm schon, ich bin mir sicher, er hilft gern. Dailo, wir brauchen deine Hilfe. Unser Abwasserkanal ist verstopft, weil es ekligen Pflanzenwuchs. Hanna berichtete, dass du besondere Fähigkeiten hast und da dachten wir, dass du uns eventuell helfen könntest. Komm bitte mit, ich zeige dir den Eingang zum Kanal. Er ist direkt hier in der oberen Hälfte des Ladens. Meine Tochter ist ein richtiger Wirbelwind. Ich hoffe, du verzeihst ihr das energische Vorgehen. Sie meint es nur gut. Ich bin mir sicher, Dailo weiß das. Wie ist sie jetzt dahin gekommen? Ah, okay. Oberen Bereich des Ladens. Das Ding hier? Ah. Kann man diese Kiste irgendwie bewegen? Will ich zur Kiste, um sie zu schieben? Drücke. Geschoben. Und nun? Ekelhafter Pflanzenwuchs. Diese Stacheln versperren uns den Weg. Gibt es etwas, was du tun könntest? Schau mal, irgendwie scheinen sie etwas lose zu sein. Lose. Ja, ja. Kaputtbox? Hast du die Stacheln in einen Ball verwandelt? Das ist genau das, was ich vorhatte. Das könnte uns weiterhelfen. Womit? Was ist das jetzt? Okay, das. Hier kann man lang gehen? Ich glaube, das soll so nicht. Hier kann man auch lang gehen. Wow! Also die Begehbarkeit in dem Spiel ist ja dermaßen kaputt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht einfrieren den Block. Also das ist denn jetzt das Problem? Die haben was von einem wilden Pflanzenwuchs gesagt. Ich sehe keine Pflanzen. Ich probiere mal rauszugehen. Schade, ich hätte jetzt gehofft, dass sie da irgendwas jetzt sagt. Zu der allgemeinen Problematik, die hier vorherrscht und die ich nicht begreife. Probier mal, ob irgendeine Form hier mit dem grünen Kreis interagieren kann. Nö, nee, das gibt's so nicht. Ich check gerade so richtig null, was jetzt hier gemacht werden soll. Ich habe jetzt natürlich auch nicht gespeichert. Weil vielleicht müssen wir mit der Kiste irgendwas machen. Irgendwas mehr, außer sie ihr völlig falsch ins Wasser zu schieben.
Was war das? Schlemmerkübel von hier auf den Kanal klettern, gut gemacht. Okay. Und jetzt? Das sind die Pflanzen, die den Durchgang behindern. Ganz ach, das Grüne da, das aussieht wie Graffit. Das ist. Jetzt erkenne ich das auch. Uff, Alter. Das ist ja fantastisch. Du hast das Wasser wieder zum Laufen gebracht. Das wird Vater sehr freuen. Lass uns schnell zu ihm hochgehen und es ihm sagen. Was ist das jetzt hier für ein Kraftfeld? Wir können einfach so rüberspringen. Das sah halt vorher aus wie eine Wand. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt rüberspringen kann, wenn ich gerade eben eine Kiste gebraucht habe, um auf den mittleren Bereich raufzuklettern. Verwirrungslevel steigt massivst an. Warte bitte auf mich, komme mit. Ja, dann beweg dich. Lass uns bitte hier gehen. Das grenzt ja fast an ein Wunder, da sagst du was. Ich kann meine Ohren kaum glauben. Meinen Ohr? Das kann ich. Hat ihr wunderbar gemacht. Vielen Dank, ihr beiden. Papa, kann ich jetzt an die Uni fahren? Sie hat jetzt eine Art Schnupperveranstaltung. Wenn ich mich beeile, könnte ich es noch schaffen. Aber wolltest du hier nicht den Laden übernehmen? Natürlich, mein Scherz. Und danke nochmal. Eigentlich dürfte ich den Laden nicht mehr führen. Meine Frau hat vergangenes Jahr einen Schlaganfall erlitten und bedarf nun intensiver Pflege. Aber meine Tochter möchte studieren und wie kann man es ihr verdenken? Jedes Elternteil sollte seinen Kindern eine bessere Zukunft wünschen, als er oder sie selbst hatte. Aber dazu muss der Laden noch offen bleiben. Das ist der Deal, den ich mit meiner Tochter geschlossen habe. Daneben lernt sie auch mehr Eigenverantwortung zu tragen. Dieses Viertel ist so reich an armen Schicksalen. Leider steigt dadurch die Kriminalität jedoch stark. Wir haben in letzter Zeit mit kriminellen Halbstarken zu kämpfen. Es ist recht spät geworden. Sei bitte so lieb und pass auf dich. Auf draußen, ja. Ich werde den Laden auch bald schließen für den heutigen Tag. Also dieser Dialog, ne? Wie er einfach in drei Textboxen sein Schicksal, das Schicksal seiner Frau, den Werdegang seiner Tochter, die Kriminalität dieses Viertels angesprochen hat. Das ist alles so mega verpackt und völlig ungefragt. Bin aus Versehen wieder auf den Button gekommen. Wenn das Spiel halt solche Probleme anspricht, der Laden ist riesig, verkauf ihn halt und lass dich selbst anstellen oder sowas. Immobilien wollen sind immer gefragt. Ja. Ach du Scheiße. Sag mal, Schleim, was wäre, wenn ich dich fange? Kriege ich denn eine gute Beute für los? Was verziehst du so die Nase? Ich habe nur ein Bier getrunken. Darum geht's nicht. Du hast gerade probiert, angedroht, mich zu fangen. Los, lass mich dich fangen. Er ist verschwunden. Er läuft mir jetzt hinterher. So dumm? Ich kann meine Form nicht wechseln. Kann dafür jetzt aber rennen. Okay, das Spiel hat. Willst du hin? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Boah, Knete, und für so einen wie dich kriege ich viel Geld. Wie, wo will ich hin? Geh weg, du! Wo soll ich denn jetzt hin mit ihm? Wieder zu Herrn Dittmars rein? Hilfe, Herr Dulmatz. Kann ich da nicht hin? Jetzt ist das Feld da blockiert. Boah, all die Begehbarkeiten in dem Spiel, so langsam nervt es dann doch. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was zur Hölle?
Keine Ahnung. Was soll ich tun? Was möchtest du von mir? Du Type. Also ich, das Naheliegendste wäre jetzt gewesen, mich in die Feuerform verwandeln, dann kann er mich nicht fangen. Jetzt kann ich doch in das Haus, was vorher gerade nicht ging. Wo bist du, kleiner Schleim? Ich komm dich holen. Ist doch gerade direkt hin. Was ist passiert? Verwirrung steigt. Herr Dülmann hat wieder angerufen. Er meinte, du seist letzten Monat eine großartige Hilfe gewesen. Er hat zurzeit keinen Strom gesehen. Ich will nicht. Weißt du, deine Hilfsbereitschaft hat mich an diesen einen besonderen Jungen erinnert, von dem ich dir erzählt habe. Vor allem an jedem besonderen Tag. Wir lagen wieder in der Sonne und freuten uns unseres Lebens, während die Sonnenstrahlen unsere leicht rötliche Bäuche brutzelten. Und dann fragte er etwas Unerwartetes. Danke für deine Hilfe. Mutter hätte den Rechtsstreit nie gewonnen, wenn dein Vater sich nicht für sie eingesetzt hätte. Seitdem wir ein Paar sind, bist du immer für mich da gewesen. Gern geschehen. Ich weiß, wir sind erst seit ein paar Monaten ein Paar, aber ich bin wirklich glücklich mit dir, weißt du? Na, ich bin doch auch glücklich mit dir. Wie glücklich? Glücklich genug, um mit dir so viel Zeit wie möglich zu verbringen. Ja. Könntest du dir vorstellen, mich zu heiraten? Es war unerwartet, kaum vorherzusehen und raubte mir jeglichen Atem, wie auch die Sprache. Ich bat um weitere Zeit, denn es wäre ja eine Entscheidung für immer gewesen. Manchmal braucht man wohl einfach Zeit für Entscheidungen. Aber das Leben ist nicht immer bereit, diese zu gewähren. Bin ich damals. Aber ich, alte Quasselstrippe, habe mal wieder genug geschwafelt. Ab zu Herrn Dülmert mit dir. Er wird sich sicher freuen. Selbst seine Tochter war extrem von dir angetan. Es mag komisch klingen, aber du scheinst etwas Licht in die dunklen Gemäuer dieses Viertels zu bringen. Ja, ich bin krass. Es lag schon lange in den Schatten. Ja, Dülmert. Das ist dein Hund. Was haben sie denn jetzt für Probleme? Was heißt hier, ich muss dich um Erlaubnis fragen. Wir sind nicht mehr in Daya. Ich suche mir meine Partner selbst aus. Das hat ja das letzte Mal wunderbar funktioniert, junge Dame. Von allen Partnern hast du dir ausgerechnet den schlimmsten von allen geangelt. Deine Mutter wäre außer sich. Lass Mama damit raus. Lass Mama da bitte raus, wenn es in erster Linie um dich geht. Wenn es um ihn geht. Es geht ja um dich, nicht um ihn. Du mochtest ihn nicht und im Nachhinein hast du recht behalten, ja. Aber Mama hat alle meine Entscheidungen mitgetragen, auch die schlechten. Weil du daraus lernen solltest, ja, aber irgendwann wird es nichts mehr zu lernen geben bei den ganzen gewalttätigen Männern in diesem Viertel. Ich will nur, dass du vorsichtig bist. Und ich gehe die Regale aufräumen, bevor ich etwas sage, was ich bereuen könnte. Nimm Dilo bitte zur Kanalisation. Bitte nicht. Damit wir den Strom wiederherstellen können. Denk bitte dran, zunächst die Reinigungstabs ins Wasser zu befördern, sonst kriegst du das Wasser nicht sauber. Ich will nicht in die Kanalisation. Tut mir leid, dass du das mit anhören musstest, aber meine Beziehungen sind ein rotes Tuch für meinen Vater. Er sorgt sich um mich, als sei ich immer sein kleines Mädchen. Ja, besser so als andersrum, oder? Gehen wir nach unten, dann können wir den Strom wieder... Ich will da nicht hin, der Bereich ist so verbuggt. Please don't. Strom wiederherstellen. In der Kanalisation. Macht mich fertig. Ich habe da so eine Ahnung.
Jo. Okay, ich dachte jetzt, ich mache die Kiste da weg, um dahin zu kommen. Und da ist ja so eine Tür, in den, also ein Durchgang in den Gittern. Das wäre jetzt so eine Vermutung gewesen. Ich weiß aber auch gar nicht, wo ich hin soll, was ich machen soll. Ah, es geht hier unten noch lang. Was vorhin die ganze Zeit halt nicht ging. Jetzt bin ich wieder grün, wie auch immer das passiert ist. Du bist ja so süß. Dieses Skelett ist nur eine Requisite. Meine Eltern haben viel Theater gespielt, als sie jung waren. Das ist lange her. Deshalb haben sie sie in die Kanalisation gebracht. Da mein Vater diese Kanalisation oft als Keller nutzt, liegen die Sachen hier rum. Vermutlich tut es ihm zu weh, sie sich anzusehen angesichts Mamas Zustand. Eigentlich kann ich mich nicht mal erinnern, wenn sie das letzte Mal... Wann ich sie das letzte Mal aus ganzem Herzen und ungelöst habe lachen sehen. Es ist einfach schon zu lange her. Bitte verzeih mir, ich habe die Beherrschung verloren. Wir müssen den Strom wiederherstellen, der das Wasser in den Laden leitet. Leider ist ein Teil des Wassers verschmutzt. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wenn wir das Wasser rüberleiten wollen, ohne Verschmutzung. Also, wieso sollten wir das Wasser rüberleiten? Wir wollen doch den Strom wiederherstellen. Oh, wir können hier drunter durch. Ist das hier eine Kiste? Verwirrung steigt. Das ist eine Kiste? Ist das eine Kiste? Wir können über das verschmutzte Wasser gehen? Ah ja. Wir sollen hier Reinigungstabs reinwerfen, hat er gesagt. Wo rein? Von wo sollen wir die Reinigungstabs nehmen? Bin ich ein Reinigungstab? Diese Maschine leitet den Strom durch das Wasser. Was? Stimmt euch nicht. Was sollen wir tun? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Strom durch das Wasser. Gute Idee, aber ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, das schmutzige Wasser unter Strom zu setzen. Sauberes Wasser unter Strom zu setzen macht genauso wenig Sinn. Immerhin ist es mit diesem Rest des Wassers verbunden. Ja, wie soll ich denn da jetzt was machen? Schmeißt da Reinigungstabs rein. Ich sehe da oben eine Kramkiste. Wir gucken uns mal das da oben an. Ich habe Kram in das dreckige Wasser geworfen. Jetzt ist es sauber. Gut gemacht, das Wasser ist jetzt sauber. Das sollte uns weiterhelfen. Alter, was zur Hölle? Waren das die Reinigungstabs? Ich habe Angst vor der Antwort. Gute Idee, aber das Wasser scheint nicht durch zurückzufließen, da es von dieser riesigen Holzkiste blockiert wird. Riesige Holzkiste? Das hier? Das soll nicht so? Diese Kiste ist im Weg. Irgendwie müssen wir sie aus dem Weg schaffen. Verbrennen wird wohl nicht gehen, wenn es im Wasser ist. Oder? Ja, das könnte tatsächlich helfen. Sehr gut, das Wasser ist sauber und ist mit unserem Laden verbunden. Jetzt müssen wir nur noch den Strom durchleiten. Strom durch Wasser. Hey, nun könnte es klappen. Das Wasser steht, ist auch nicht von Dreck verseucht. Sehr gut. Der Strom dürfte das Trinkwasser nun vorantreiben. Sehr schön. Lass uns zurück zu Papa gehen. Ich habe echt Angst, was wir hier gerade gemacht haben. Vor dem, was wir gerade hier gemacht haben. Danke dir nochmals für deine Hilfe. Du musst meinen Vater entschuldigen. Aber bei seinem letzten Freund sieht er rot. Bei meinem letzten Freund... Sorry, ich bin gerade völlig Pampe im Kopf. Also, dein Vater nehme ich alles ab. Der trinkt Wasser, was unter Strom gestellt wurde. Also, dass der nicht ganz richtig im Kopf ist, ist mir vollkommen nachvollziehbar.
Ich kann es ihm nicht verdenken. Dauernd sucht er Ärger und seit einigen Wochen ist er nur noch betrunken und verstrickt sich in zahlreichen Schlägen. Jetzt dein Vater oder dein Ex-Freund? Bist du jetzt noch mit dem zusammen? Oder ist es jetzt dein aktueller Freund? Oder... I'm so lost. Aber wenn mein Vater das nicht so sehen will, er hat auch wirklich andere Seiten. Ja, aber come on, wenn er dauerhaft betrunken ist und sich prügelt, wem interessieren denn die anderen Seiten? Er hat auch wirklich andere Seiten, aber natürlich verstehe ich, wenn man diese so nicht direkt sehen kann. Nun, er ist mein Vater. Bevor Mutter ihren zweiten Schlaganfall bekam, war er viel locker. Ah ja, okay, come on. Die Mutter zwei Schlaganfälle hinter sich hat. Aber nun... Leider ja, es ist bereits der zweite Schlaganfall. Beim ersten war sie gelähmt, aber nun scheint sie in eine Art Wachkoma gefallen. Oh nein, sie erkennt uns nicht mehr. Sie so zu sehen, tut mir unendlich weh. Auch wenn ich es nicht gern zugebe, aber vermutlich habe ich das Studium auch aufgenommen, damit ich nicht mehr so ertragen muss. Damit ich sie nicht mehr so ertragen muss. Ja, fühle ich. Was bin ich nur für eine Tochter? Dabei mochte ich sogar sie sogar meinen Freund. Ich bin wirklich so kaltherzig. Bitte verzeih mir, bitte lass uns noch zu Papa gehen und ihm sagen, dass alles wieder funktioniert. Ich habe gesehen, alles funktioniert wieder. Dilo, dich schickt wirklich der Himmel. Vielen Dank. Schickst Dilo jetzt schon nach Hause? Ich dachte, ich könnte noch etwas mit ihm spielen. Er hat nichts gesagt, was darauf hinweist. Noch haben wir recht früh, das stimmt. Dennoch solltest du nun nach Hause gehen. Abends treibt sich immer ein Halunke durch die Straßen und bringt anderen Gefahr. Es ist aber noch nicht abends, wie du gerade selbst in dieser einen Textbox sagst. Leider ist er Dilmas... Ach, das ist Dilmas Ex-Freund. Okay, auch wenn sie dir sicher von seinen guten Seiten berichten wird, kann ich nur vor ihm warnen. Er ist gefährlich. Das ist wirklich unfair, Papa. Es tut mir sehr leid, mein Liebes. Aber das ist es nun wahrlich nicht. Dilo ist fast wie ein Mitglied unserer Familie geworden. Ich könnte nicht ertragen, wenn du etwas zustieße. Ich verstehe, und du deutest damit an, dass dies auch meine Schuld wäre. Nun ja, ich denke, ich werde heute Abend früher nach Hause zu Mama zurückkehren. Sicher braucht sie mich. Ja, sie ist im Wacken. Dilma, ich wollte wirklich nicht... Was hast du denn? Es ist dein Ex-Freund. Es ist ja nicht so, als wenn es dein aktueller Freund wäre. Ich verstehe die Problematik nicht. Hängst du noch an ihm, obwohl er ein brutaler Schläger geworden ist, der nachts die Straßen unsicher macht? Stimmt mit dir nicht. Es ist manchmal wirklich schwer, gleichzeitig ein lieber wie auch ein verantwortungsbewusster Vater zu sein. Glaube ich dir. Die ganze Situation von allen Leuten hier ist schwer. Oh, du bist ja noch da. Tut mir leid, dass du diesen Streit miterleben musstest. Mein Vater will nicht begreifen, dass Ronny kein so schlechter Kerl ist, wie er denkt. Natürlich ist unsere Beziehung unschön zu Ende gegangen, aber Ronny war nicht immer so. Er hat seit Monaten keine Arbeit und diese Aussichtslosigkeit hat ihn frustriert und verbittert werden lassen. Ich will sein Verhalten nicht entschuldigen. Punkt. Vor allem, da sich seine Gewalt auch gegen mich gerichtet hat. Er hat zwar nie seine Hand gehoben, aber oft war seine laute Stimme ausreichend. Im Endeffekt wurde er sein ganzes Leben ausgeschlossen und jetzt, wo er anfängt, erwachsen zu werden, setzt sich das fort. Wenn es für dich in Ordnung wäre, würde ich den Laden gerne mit dir verlassen. Ich muss etwas nachdenken. Es klingt ja so wirklich, als wenn er wirklich nur schlimm wäre. Ich hoffe, du hast keinen schlechten Eindruck von uns gewonnen. Überhaupt nicht. Ihr nutzt mich in einer Tour aus. Ich habe einen wundervollen Vater. Momentan ist alles nur recht schwer für uns. Danke für alles, kleiner Dilo. In einer Sache hat Vater recht. Du bist wirklich ein Familienmitglied geworden. Komm gut nach Hause. Ja, du auch. Ich bin verstört. Zum Glück kann man hier alle paar Schritt speichern. In dieser Nacht. Oh, naus! Um Himmels Willen, man könnte das um diese Zeit noch sein. Wieso bist du in der Nacht noch im Laden? Alter Sack, wegen dir hat immer mich verlassen. Weißt du das? Du bist schuld. Nee, du hast getrunken. Bitte beruhige dich. Beruhigen? Wegen dir habe ich die einzige Freundin verloren, die ich hier hatte. Ich beruhige mich nicht. Glaub mir, es ist besser so. Unsere Familie hat genug Unglück miterlebt. Wir müssen nicht auch noch einen Rabauken wie dich ertragen.
Du hast recht, Eier, Alter. Das werde ich dir nicht verzeihen, hörst du? Ronny, tu nichts, was du nicht später bereust. Tu nichts, was du nicht später bereust. Eins dieser Nichts ist zu viel. Tu nichts, was du später bereust. Ist ja gar nicht so schlimm. Wenige Stunden später. Alter. Ich habe von dem schrecklichen Vorfall gehört und bin sofort hergeeilt. Wie geht es ihm, Herr Dülmatt? Sie sollten noch nicht hier sein. Wir wissen beide, dass es hochriskant für sie ist, weil sie aus Glas besteht und jeden Moment zerbrechen können. Sehe ich schon, die Vernunft ist bei ihnen verloren gegangen. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Was sagen die Ärzte? Muss ich mir Sorgen machen? Er ist im Krankenhaus. Ja, natürlich muss ich mir Sorgen machen. Ich habe einen Bruch erlitten. Ich muss eine sehr kurze Reha von einigen Wochen absolvieren. Mehr nicht? Es geht ja. Hätte Glück, dass Dilma sich Sorgen macht und zum Laden zurückkehrte. Ich muss vor einigen Stunden bewusstlos im Laden gelegen haben. Es tut mir leid. Haben Sie den Täter gesehen? Nein, es ging an. Oh, das ist strong jetzt, ne? Also er weiß natürlich, wer es ist, aber er will es halt seiner Tochter jetzt nicht antun. Das ist schon heftig. Ging alles zu schnell. Ich verstehe. Wir machen uns Sorgen um sie, wissen Sie? Ach was, meine liebenswürdige Tochter ist ja da. Sie wird nicht nur den Laden leiten, wenn ab jetzt nur halbtags. Nein, sie wird sich auch um mich und meine Frau kümmern. Es kann es doch nicht sein. Und wie soll die noch studieren nebenher? Gottes Willen. Dilma, sie armes Ding. Das ist schon in Ordnung. Aller Voraussicht nach hält der aktuelle Umstand nur 3 Wochen an. Und da ich den Laden in Teilen eh übernehmen soll, kann ich ja schon mal üben. Ah, wie geht es Ihrer Frau? Die Krankheit schreitet leider voran. Mittlerweile wird sie durch eine Magensonde ernährt. Wir haben zwar eine Pflegerin auftreiben können, leider nur für halbtags. Die restliche Zeit müssen entweder Dilma oder ich einspringen. Es ist alles recht schwierig zurzeit. Ja, es klingt wirklich so, als sei das eine sehr harte Prüfung für Sie und Ihre Tochter. In Ihrem Zustand dürfen Sie doch nicht hier sein. Sie sollten doch die Testergebnisse abwarten. Das ist ja schon ein halbes Jahr her. Irgendwann müssen Sie doch mal kommen. Naja, nun kann ich Sie Ihnen auch so mitteilen. Hallo, Frau Doktor. Doktor. Nicht so schlimm, wie ich befürchtete. Wir haben noch andere Anwesende im Raum, Törste Hanna. Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht, wie Sie vielleicht wissen. Himmel. Kommen Sie schon, einfach raus damit. Leider ja, es ist schlimm. Sie dürfen sich keinesfalls auf Treppen oder Ähnlichem begeben, da sie jederzeit einem Schwächeanfall leiden können. Tut mir leid. Oh, es ist ein Elend. So viel Krankheit. Ich mag sowas überhaupt nicht. Sehen Sie, Sie müssen sich schonen, Hanna. Dr. Fenrick hat recht. Sie sollten nun nach Hause zurückkehren. Ich möchte Sie in Sicherheit wissen. Dilma wird Sie begleiten. Ich helfe Ihnen noch gern. Wir als Familie schulden Ihnen so viel. Nachdem Ihr Mann sich damals so für uns einsetzte, dass er vor einiger Zeit starb, ist es unendlich schade. Oh, danke, das ist echt nett, dass du das sagst, mein Kind. Sie hat aber recht, ohne Ihren Mann hätten wir niemals den Zuschlag für das Gebäude bekommen. Nur so konnten wir unseren Laden aufbauen. Sein Tod ist ein großer Verlust. So, nun aber brechen... So, nun aber brechen Sie aber... Boah. So, nun brechen Sie aber auf, Hanna. Dann kann ich hier noch das Fußballmatch anschauen. Nachdem ich ihm das Blut abgenommen habe, Herr Dülmatt. Holy moly. Der Oktober. Bin ich mal über eine Stunde dabei. Jetzt machen wir das auch in einen Rutsch fertig, glaube ich. Dann ging's los im März. Ist ja... Naja, doch, ein bisschen ist noch. Das mit deinem neuen Freund tut mir sehr leid, Liebes. Dabei hatte ich wirklich den Eindruck, dass es dieses Mal klappen könnte. Ah,
Danke, es ist sehr nett von dir, aber ich würde gerne etwas spazieren gehen, wenn es dir recht ist. Ich muss etwas nachdenken, wir können danach gerne zusammen essen. Natürlich, Liebes, aber pass bitte auf, draußen dafür dieser Verrückte rum. Boah, wir wissen nicht, ob er es war, der Herr Dümmer attackiert hat, aber... Ich weiß, es ist gefährlich, Mutter, keine Sorge, Mutter. Ich passe auch schon auf mich auf, Mutter. Wenige Stunden später. Oh, bitte nicht. Daniel ist schon eine Zeit lang weg. Seit dem Ereignis damals mache ich mir wirklich viele Sorgen, weißt du? Ich habe mal Tom kontaktiert. Wer weiß, ob er überhaupt auftaucht. Seit welchem Ereignis ich mich so sorge, fragst du? Nee. Nun. Erinnerst du dich an den jungen Mann, von dem ich dir erzählt habe? Flüchtig. Eines Tages hat er eine schlechte Nachricht für mich. Oh je. Das meinst du jetzt nicht wirklich ernst, oder? Das muss ein Irrtum sein. Kann dein Vater echt nichts tun? Es ist doch Wendis, das angreift. Wir sind doch nur normale Bürger. Wendis? Leider nein, ich fürchte, mein Vater hat sich in letzter Zeit zu viele Feinde im Parlament gemacht. Vermutlich wurde ich bewusst an die Front berufen. Oh je. Was ist, wenn dir etwas passiert? Ich werde an dich denken. Dieser Glaube wird mich am Leben halten. Es ist kein Spiel, hörst du? Du musst zu mir zurückkommen. Hannah, wenn du wüsstest, wie ernst es mir ist, es wird mir nie ernster. Ich war machtlos und konnte nichts mehr tun. Der Mensch, der mir so sehr ans Herz gewachsen war, wurde an die Front berufen und so gaben wir uns an einem Abend ein Versprechen.